Hallo und wieder herzlich willkommen bei einer weiteren chaotischen Folge von The Sims 4. Während ich mein Char hier rausgeschickt habe, um zu experimentieren, hat und er sich immer noch nicht zurückverwandeln kann, vielleicht liegt es auch am Vollmond, ich bin mir nicht sicher, hat er gerade den da gebissen. Der hat mich beleidigt, deswegen sieht man hier, die haben nicht gerade eine nette Beziehung miteinander. Und dann hat mein Bruder oder so, ich bin mir nicht sicher, also ich habe den hier als Familienmitglied eingestellt. Ja, hat auf jeden Fall den da jetzt gebissen, den Paparazzi, und jetzt hat der Paparazzi eine Bisswunde und wird wahrscheinlich zum Werwolf demnächst, wenn er sich nicht heilen lässt. Das ist Shimaranga. What, Jabe? Alles gut. Der Typ da drüben ist ein Idiot. Jacob, beruhig dich. Durchatmen. Durchatmen. Oh nein. Der riecht Angstschweiß. Alles ist gut. Baruch. Gezi Chinoy. Finba. Saluna. Braspa. Wieso kann ich mich eigentlich nicht zurückkommen? Soll ich hier mal hermarkieren? Ich, was war das? Wer hat meine Mülltonne kaputt gemacht? Ey. Chopin, lunch at school. Ja. Sie denkt sich jetzt, warum zum Teufel habe ich nochmal gleich eine Beziehung mit diesem Verrückten hier eingegangen? Harpne Skibbero. Kuya Osborne. Wer ist denn er? Oh nein, es ist Kitsunes Sohn. Oh, könnt ihr euch jetzt mal bitte alle benehmen hier? Was ist das denn? Du wurdest gebissen. Ja, ich kann nichts dafür. Was hat denn er jetzt für... Ja, lauf mal weg. Nein, du doch nicht. Oh, bist du dumm. Dieses Sim-Profil verstehe ich auch nicht, aber ist okay. Ich werde den jetzt nicht reinbinden. Ja, geht mal jagen. Die ist gleich wieder abgehauen. Die hat die Pisse auf der Terrasse gerochen. Hä? Was ist jetzt hier passiert? Sind die tot? Oder in Ohnmacht gefallen? Das ist doch ein Bug. Kannst du mir doch nicht erzählen, dass das normal ist?
ich kann mich nicht mit dem anderen Idioten, kann er mir jetzt zurückverwandeln? Ah, okay. Wieder geschlafen. Kaula-Schwein. Whatever mit denen passiert ist. Was ist das? Was passiert hier in diesem Game? Ich dachte jetzt echt, die sind verreckt. Das wäre jetzt so das Ultimative gewesen. Warum sind die da einfach umgefallen? Jetzt geht's so und watschelt darum, als wenn nichts passiert wäre. Hä? I don't understand that. I don't understand. Ich habe eine Karotte gejagt und 6 Fleisch. Das Problem ist, wenn ich da jetzt Fleisch reinpacke, ne? Wird die das wieder essen, oder? Ich pack das jetzt trotzdem da rein. Lord Rinka. Omza. Jess. Zoris. Ja, genau, du hast Angst vor der Dunkelheit. Willst du mich eigentlich verarschen? So, nachdem ich jetzt gefühlt 100 Jahre rumprobiert habe, hat er sich wieder verwandeln können. Ich habe jetzt Folgendes gemacht für alle Leute, die dasselbe arschige Problem haben. Also man sieht, Werwolf kann sich jetzt wieder verwandeln oder zurückverwandeln. Das war Folgendes gemacht. Ich habe mir einfach im Baumodus ein Zimmer hier hingestellt, auf die Seite, wo eine Badewanne drin war, eine Toilette, ich glaube, ein Waschbecken hatte ich noch drin und ich habe noch eine Dusche reingebaut. Alles, was kaputt gemacht werden kann. Und habe ihn dann einfach mal rumpöbeln lassen, bis sein Wutlevel komplett den Peak erreicht hat. Dann hat er sich zwangsläufig verwandelt und ab dem Zeitpunkt ging es dann wieder. Also scheinbar hat das Spiel irgendwie nicht gerallt, dass der junge Mann schon die ganze Zeit ein Werwolf gewesen ist. Nämlich schon seitdem wir Highschool-Gedöns gemacht haben. Beziehungsweise, ja doch, Highschool, ja. Und von daher, ja, jetzt läuft es aber wieder. Nein, wir schreiben uns nicht in der Uni ein. Daten durchsuchen nicht begonnen. Okay. Ich will nicht beim Teetreff vorbeischauen. Können wir uns jetzt darauf mal einigen? So, du machst Schauspielerin. Agentur alltägliche Statisten. Gesellschaft Individuen. Pro Auftritt. Ideale Stimmung, selbstsicher. Ah, ja. Ich will mich nicht in die Uni einschreiben. Salziger Sudwerbespot. Oh mein Gott. Cowboy Musik. Voidpop. Die Herbs. Kreaturen aus dem Malvenwald. Oh, Abenteuer im Toten Meer. Süß. Die Kindheit von der Miss Knautschgesicht. Nein! Niemand möchte die Kindheit der Miss Knautschgesicht machen. Wir machen das Abenteuer im Toten Meer. Das klingt doch lustig. Ja, ja, bla bla bla. Angst vor unerfüllten Träumen.
Comedy-Szene aufhören, so, dramatischen so. Monolog sprechen. Pim Boy! Hard grip! Lass mal. Du Rishi Kalgo. Hemela de Bodhi Varain. De Bibidin. Wusa. Follow-Ru. Tefui. Neni Tefui. Schauspiel üben. Gehen wir davon spielen. Üb mal Schauspiel an. Chinoy Bansha? Wanush. Grelmeep? Derfna. Kimalu. Oh. Ja, wir haben ja Level 9, ja. Das ist schon mal gut. Sind wir nicht so scheiße. Nee, Wanush. 50% erledigt, das ist ja schon wieder super. Okay, also. Und der Paparazzi ist auch nicht mehr aufgetaucht, nachdem er gebissen wurde von seinem Bruder. Er hätte doch gestorben am Tollwut oder so. Ich kann nichts dafür, sein Bruder ist ausgeflippt und hat den Paparazzi gebissen. Ja. Und der Paparazzi ist, ja, nun. Seitdem nicht mehr aufgetaucht. Aber der Vorteil ist jetzt, jetzt haben die beiden erstmal einen Job. Geheimagent könnte auch ganz lustig sein. Maybe. Ein Werwolf-Geheimagent. Arbeitet undercover. Wobei sie hätte auch gepasst als Geheimagent. Weil... dann hätte man zum Beispiel so sagen können, so wie bei Harry Potter oder so, ist der Magier und so. Nein. Gut. Ich werde das mal ein bisschen vorspulen und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, der dann hoffentlich nicht mehr verbuggt ist. Ich danke euch fürs Zusehen. Über einen Daumen nach oben, netten Kommi, würde ich mich wieder sehr freuen. Und wenn du noch kein Abonnent von meinem Channel bist, natürlich auch über ein Abo von dir. Bis zum nächsten Mal. Wie immer. Ciao. Ciao.